Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Secret of Mana. Wir fliegen direkt wieder in die Mana-Festung, wo wir letztes Mal ein bisschen Schaden eingesteckt haben und 2 Lebenswasser verbraucht haben. Und ich hoffe, jetzt läuft es ein bisschen besser. Und wir finden endlich mal ein Orb, weil uns fehlen die Orbs tatsächlich noch. Also, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber ich habe es noch nicht geschafft. Oh, ja, mein Snapchat eskaliert schon wieder. Ich finde es halt immer sehr lustig, wie mir irgendwelche Leute schreiben, so, ey, schick mal Nacktbildung, wenn ich dann schreibe, so, nein, was ich halt grundsätzlich schreibe. Kommt so, boah, du bist voll verklemmt, und ich eben einfach so, was hat das jetzt damit zu tun, dass ich dir keine Nacktbilder schicke? In welcher Welt würde eine Frau sagen, ja, komm, geil, finde ich voll geil, dir Nacktbilder zu schicken, und bitte, boah, ich möchte unbedingt den Schwanz sehen, das macht mich so an. Och, es regt mich jedes Mal von uns neu, auch wenn es irgendwer macht. Und das machen halt am Tag viele Leute. Yay, yeah, wir sind wieder hier. Ja, ich nehme das Schwert, weil das Schwert ist eine geile Waffe. Ach, ja, und wie gesagt, wir müssen jetzt so lange kämpfen. Also ich habe nicht geschaut, wie hoch jetzt die Erscheinungsrate ist, aber ich glaube, es war irgendwas bei 0, das ist halt dann schon so Levelstunden. Ey, cool. Du hast mir einen Schaden gemacht. Richtig geil. Ey. Ja, ich habe jetzt auch irgendwie so die Hoffnung aufgegeben, dass ich heute noch Secret of Mana durchspiele, weil... Habt ihr das Ding hinten gekillt? Nein. Killt doch bitte diese scheiß Ente da. Die Terrorente. Yay, wir haben eine neue Stufe erreicht. Socke noch nicht. Jetzt gibt's schon 3 MP pro Runde. Was? Also pro Level Up. Und wir haben viele Level Up, das wisst ihr ja. Ich kill einfach mal den Ninja und die anderen können ja was anders machen. Yay, Socke hat's auch geschafft. Ein Säckchen. Kommt ihr vielleicht mit oder denkt ihr, von unten angreifen ist eine gute Lösung? Mit eurer Klaue und euren Beil. Alter, kommt ihr bitte da hoch? Könnt ihr bitte nicht so scheiße sein und einfach hochgehen? Danke. Und jetzt töten wir noch den Master hier. Und hoffen, dass er ein Orb droppen lässt. Nein. Kann man das irgendwie beeinflussen, was sie droppen? Also keine Ahnung, kann ich das irgendwie sagen, so, ey. Ich mache einen Zauber auf den und dann droppt der eher was oder so und erhöhe halt auf den Drop-Shot. Aber ich glaube, das geht echt nicht. Alter, kannst du bitte nicht meine Freunde zappeln? Das finde ich sehr asozial. Oh! Okay, ich übernehme einfach mal die Satans-Wimper. Ja, cool, ich bin gezappelt. Wie lustig. Ist halt übelst schwer zu treffen. Hör auf, uns zappeln zu wollen. Cool, tot. Ja. Ja, ich kann wieder gleich wieder runtergehen. Ich möchte im unteren Viertel bleiben. Ich will noch nicht zu den Wölfen. Ich möchte den unteren Teil hier immer jetzt zerschlagen. Ey, irgendwas ist gestiegen. Ey, Piri kriegt eine neue Waffe. Weil wir machen das ja auch hier, um die Waffen zu steigern. Das wäre dämlich gewesen, hätten wir vorher gelevelt. Dann kriegst du einfach mal den Bumerang. Dann hast du wenigstens mal eine Distanzwaffe irgendwer mal. So, ich lade auf, um die Krabbe zu töten. Ey, eine Schatzruhe, bitte, bitte, bitte. Ja, wir haben den ersten Orb erhalten, den Bogenorb, geil. Dann kann ich die Metallkrabben schon mal streichen. So, ihr macht die mal ganz kurz kaputt und ich streiche mal die Metallkrabben. Ja, wir könnten eigentlich dann direkt mal noch... Also wir machen die jetzt fertig und gehen dann noch unten einmal. Geil, wir haben den ersten Orb. Ich habe echt gezweifelt, dass es den überhaupt gibt. Ich dachte schon, es wäre eine Lüge mit dem 9. Orb, wie ich es manchmal im Internet gelesen habe. Ich dachte mir so, okay. Aber cool, wir haben ihn bekommen, wir haben den ersten Orb. Mann, jetzt haben wir den erledigt. Aber da unten kommt wirklich wieder ein Gegner. Kommt mal mit.
Wow, 999, habt ihr das gesehen? Das sah heftig aus. So, stirb. So, down. Dann hole ich mir mal wieder meinen Lufti. Dann fliegen wir direkt einmal speichern und schlafen. Weil ich möchte den Orb jetzt nicht verlieren, wenn wir sterben sollten. Und dann noch schnell zu Berti. Also, Goldens ist perfekt. Oh mein Gott, wir haben den ersten Orb. Oh mein Gott. Jetzt brauchen wir praktisch noch die Satanswimper, den Master Ninja, die Voodoo-Masken, wo jetzt in den unteren Teil sind, ja. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht so hin. Wisst ihr noch, wie einfach da die Gegner waren? So vor 10 Folgen, 20, ja, das ist schon länger, ja, 40, keine Ahnung. Also ich glaube, YouTube ist gerade bei 40 beim Hochladen und wir sind jetzt hier schon bei 80, Mitte 80. Also ihr, es hängt einen Monat, so mehr als einen Monat hinterher mit den Folgen. Verdammtes Boden. Oh mein Gott. Ja, die erste Mana-Waffe auf Maximum. Oh mein Gott, wie geil. Das ist echt geil. Also wie gesagt, Sieg wird auf Mana, das geht auf jeden Fall ins neue Jahr. So viel kann ich euch versprechen, dass wir ins neue Jahr gehen. Konnte man da nicht irgendwo schlafen? Wenn man da ging? Vielleicht nach oben, ah. Ich bin immer so verwirrt bei den Städten, weil bei irgendeiner musste so über diese Mauern drüber laufen, aber es war nicht diese Stadt. Diese Stadt, da musste man nur über die Mauern laufen, um von diesen einen Heini zu erfahren, dass Maria das Ding gestohlen hat. Oh mein Gott, wir haben die erste Waffe auf Maximum. Das ist krass. Ja, ich will jetzt nicht labern, was vor 20 Folgen passiert ist. Ja. Ja, komm, wir gehen schlafen. Wir haben vor allem jetzt 82 MP, das ist einfach so voll krass. Und ich freue mich so, wenn wir die ganzen Mana-Waffen haben. Vor allem, wir müssen jetzt auch noch leveln. Also ich werde sie nicht komplett jetzt leveln. Weil wie gesagt, wir müssen ja dann am Ende, kurz vor den Endgegner, müssen wir noch die Peitsche holen. Und der Gegner taucht jetzt noch gar nicht auf. Das heißt, wenn ich jetzt alle Orbs habe und die praktisch dann bei Berti zu Berti gebracht habe, wo es jetzt im Moment gibt, dann geht's in der Story erstmal weiter und das Aufleveln wird dann noch da verschoben. Wie gesagt, wir greifen eh nie mit den Waffen eigentlich an, wir greifen nur mit der Magie an. Und die ist hochgelevelt. Froster sogar auf maximal. Wie ich mich da abgefuckt habe, wenn der eine Folge, wo es nicht aufgenommen hat. Boah, das war echt heftig. Ich finde es gerade voll lustig, weil wenn halt der Bildschirm dunkel ist und bei mir scheint gerade die Sonne so rein, dann spiegelt es mich einfach in dem Bildschirm. Meine Haare sehen einfach so voll blond aus, obwohl ich eigentlich braune Haare habe. Weil die werden zurzeit wirklich voll blond und ich weiß nicht warum. Also ich vermute, es liegt an meinem neuen Haarkur-Ding, weil vielleicht hat Honig den Effekt, dass es einfach die Haare blondiert. Ich habe auch nichts gegen blonde Haare, keine Ahnung. Ich hatte mal lange Zeit blonde Haare. Lustig, ein Schaden. Ihr seid so lustig. Lustig seid ihr. Will ich euch nicht anstupsen, wie lustig ihr seid. Ja, ich wollte mal auf Themen schauen, ja. Was wir so haben. Auf YouTube. Ja, auf Instagram hatte ich. Oh, hier. Terror-Ente noch da oben besiegen. Was haben wir denn hier? USA-Wahl. Zur USA-Wahl. Was soll ich da groß sagen? Also für euch ist es jetzt eh voll die Vergangenheit, außer Trump hat wirklich seine Wahl nochmal überprüfen lassen und alles. Das ist jetzt ein bisschen überflüssig, ja. Das ist ja der Herr Joe Biden gewesen. Also keine Ahnung, eigentlich heißt ja irgendwie Biden, spricht man das aus. Ich habe das so gelesen und ich wusste nicht, wie man das ausspricht. Und ich habe von den Heini auch noch nie vorher in meinem ganzen Leben was gehört.
Und dann habe ich ihn irgendwie gedacht, er ist bitten. Und dann dachte ich so, forbidden. Ich weiß, das ist nur lustig, aber der möchte auch so die Waffen und alles härter machen, was jetzt nicht so die schlechteste Idee ist. Aber, ja, dachte ich mir so, forbidden. Das ist also der neue Coming-Witz, keine Ahnung. Aber, ja. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der halt nicht lange Präsident ist, weil der einfach sau alt ist. Der ist halt noch älter als der Trump. Der Trump ist ja schon 74. Irgendwie könnten so diese ganzen Präsidenten und so, die könnten einfach so einen Rentnerclub aufmachen, weil die Merkel, die ist ja auch schon Mitte 70. Der Putin, der ist auch schon voll alt und keine Ahnung, eigentlich könnten die halt echt so sagen so, ey, wir machen einen Rentnerclub auf. Also, ich weiß ja, dass immer so gesehen wird, dass die älteren Leute übelst die Erfahrung haben und so. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ich finde zum Beispiel der Kurz in Österreich, ich finde, das ist der bessere Präsident als die Merkel, ganz ehrlich. Also, ich finde den Kurz, also, wenn ich wählen könnte, wo ich wohnen würde, wegen der Politik, würde ich sogar Österreich nehmen. Also, nicht Deutschland, ich würde Österreich nehmen. Also, erstens, die Sprache bleibt ja gleich. Und ja, die bisschen anderen Begriffe, was die haben, das lerne ich, beziehungsweise ich komme ja aus Bayern. Ich mache die jetzt trotzdem wegen der Erfahrung mal nochmal down. Und wegen halt Waffenlevel. Hey, zeige ich auch Waffenlevel. Was kriegst du als nächste für eine Waffe? Du hattest jetzt die Kalle, das hast du auf Ort. Oh, das ist dann rot, der Name. Boah, wir könnten ihr einfach schon mal den Bogen geben. Ich gebe jetzt einfach mal den Bogen, weil sie das halt ewig lang aufleveln muss. Ja, machen wir einfach mal die paar Gegner wegen der Erfahrung und dann gehen wir wieder zurück. Weil von der Satanswimper, die gibt es ja hier nur einmal und vor der Tür gibt es ja eben diese Google-Maske und die Master Ninjas, die wir auch brauchen. Piri, du hast die einzige Distanzwaffe. Vielleicht hilfst du uns mal ein bisschen, aber wahrscheinlich eher nicht. Wie ich Piri so kenne, hat Piri keinen Bock. Was ist drin? Ja, wahrscheinlich nur Rüstungsheld und eine tödliche Falle. Nee, Schokolade. Schade, ich dachte, ich wäre mal wieder halb umgebracht. Und dann haut dem Tiny mir da irgendwas in die Fresse und dann bin ich einfach instant tot. Ist so einfach das Spiel. Ja. Also wie gesagt, das USA-Wahlen ist jetzt ein bisschen veraltert. Also es hat gerade mehr Klicks. Also Corona ist jetzt gerade nicht mehr auf Platz 1 der Google-Suchdinger, sondern die USA-Wahl. Also könnt ihr euch mal vorstellen, dass mal was wichtiger war als Corona. Die Zahlen eskalieren, aber irgendwie kriegt das keiner mit, weil USA-Wahl. Beziehungsweise die Zahlen sind ja eh alle gefaked. Ja. Ich hoffe, über die Weihnachtsfeiertage habt ihr sehr viel Spaß. Müsste jetzt noch gerade noch der... Nein, aber jetzt müsste Weihnachtsfeiertag vorbei sein. Es müsste gerade der 27. Nein, der 28. sein. Keine Ahnung, irgendwie da. Ich hoffe, ihr hattet echt wunderschöne Weihnachten und konntet es genießen. Ein bisschen Auszeit von der Arbeit. Ja. Naja. Bitte, 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 bitte! Ich weiß, das ist eine tödliche Falle, einfach weil... Vampir-Umhang. Hat den schon jeder? Ich glaube, falls schon. Also, ich glaube, Umhänge haben wir jetzt alle. Ich werde auch nicht versuchen, jede Waffe und jedes Rüstungsteil hier zu sammeln, weil dann wäre ich ja gestört. Okay, Piri hat was anderes. Ich weiß nicht, ob Piri ist besser oder schlechter ist als der Vampir-Umhang und ob sie. Okay, nicht anlegbar. Ja, cool. Gehen wir weiter. Ich mache einfach mal die Satanswimper, weil die ist halt irgendwie so... Wenn du mir hier irgendjemanden verzappelst, kriegst du auf die Fresse, okay? Verstanden? So, ist down. Ja. Ich mache die Krabben halt immer noch wegen der Erfahrung einfach. Sie müssen auch bald wieder ein Level up haben, ganz ehrlich. Wie oft wir hier Level up sind. Kommt ihr vielleicht mal hinterher oder habt ihr keinen Bock? Vor allem jetzt beide Distanzwaffen, das ist auch schon mal sehr gut.
Dann können die nämlich den Klatsch erledigen. Und wenn der nämlich eine Schatztruhe droppt, dann gehen wir wieder auf die andere Seite. Ich lade mal kurz auf. Aber schön, dass wir jetzt wenigstens mal die erste Waffe haben. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder so 100 Gegner besiegen, dass wir die nächste kriegen. Könntet ihr den jetzt töten? Also ihr kommt dahin, ich nicht. Und das Cool ist getroppt. Nein, aber ein zweiter ist rausgekommen. Ey, Piri, hast du Bock mitzukämpfen? Das wäre halt echt chillig, wenn ihr da zu zweit auf den einprügeln könntet. Nicht nur Layla. Auch Piri muss hier mal ran. Ja, cool, die vermehren sich hier wie blöd und ich kann nichts tun. Hallo, Piri, du wolltest da auch mit angreifen. Das ist wichtig. Das ist ziemlich wichtig, dass ihr da mal ein bisschen angreift. So, ja, cool. Angriff. Beide Angriff. Layla, du stellst dich da auch mit hin und greifst an, nicht? Energie so, ja. Wir müssen auch bald wieder ein Level up haben. Könnt ihr die bitte da hinten erledigen, beziehungsweise die kommen jetzt vor. Es ist nicht mal so schwer, die jetzt gerade zu erledigen. Ich weiß auch nicht, was Piri da schon wieder Interessantes macht. Hier, angreifen. Was haltet ihr von angreifen? Ja, Piri hält davon nichts und Layla schießt mal im Fall rüber. Ey, ich sag doch, wir haben gleich wieder ein Level up. Okay, ja, wir lassen es einfach mal mit unseren Schleimis. Oder versuchen es mal von dieser Seite. Wollt ihr von der hier eher angreifen oder nicht? Oder. Nee, die Seite findet ihr blöd, oder? Ja, die Seite findet ihr blöd. Cool, dann gehen wir einfach mal runter. Die Klatscher, die können wir uns ja noch ein bisschen aufspannen. Das ist ja für die Lanze praktisch. Aber wenigstens haben wir schon mal den Bogen. Das ist halt besser als nichts. Und wie gesagt, jetzt hat, es kommen noch drei Gegner. Und wenn wir diese drei Gegner haben, dann ist Ende. Also Endbosse. Es kommt praktisch jetzt noch so ein, ist eine Fledermaus, die wir schon mal hatten. Dann kommt Tantalus. Und dann kommt noch der Mana-Drache. Und dann sind wir durch mit dem Spiel. Mit dem kompletten Spiel sind wir dann durch. Stellt euch das mal vor. Also wir müssen jetzt eigentlich wirklich nur noch unsere süßen kleinen Ops sammeln, wie du uns vielleicht geben könntest. Okay, der ist down und er hat nichts droppen lassen. Ja, wie gesagt, wir rennen jetzt halt einfach ein paar Mal hin und her. Ich bin gezappelt. Ist auch irgendwie so ein richtig wichtiges Item. Wenn man das nicht hat, dann hat man irgendwie auch so ein kleines Problem, genauso wie der Schlumpfhammer. Der ist bei den Schlangen, also bei den Meucheln hat er ja immer ganz wichtig gewesen. Okay, dann besiegen wir noch die da unten. Ja, ich level einfach mal ein bisschen auf, einfach, dass man das hier machen kann. Okay, wir haben ihn verfehlt. Keine Ahnung, wir haben es eine hohe Ausweichchance. Warte, das ist eine Schatztruhe. Es könnte ja irgendwie was Cooles drin sein. Vielleicht eine tödliche Falle. Brustschutz. Den kann, glaube ich, nur Piri tragen. Schauen wir mal, ob Socket den vielleicht anlegen kann. Ach nee, das ist der Brustschutz, oder? Ja, den haben wir ja schon oft genug. Keine Ahnung, haben wir uns voll eingedeckt damit und jetzt brauchen wir es gar nicht. Boah, der Raum ist halt auch so richtig unnötig. Einfach, wir müssen ja eh Waffen leveln. Stirb! Wollt ihr den töten oder wollt ihr heute eher nicht? Ja, komm. Ja, schieß mal ein paar Pfeile und so. Dann kann ich gleich das nächste Thema anschauen und zwar ist es Karma, Fake oder Fuck. Ich glaube nicht, dass es Karma gibt, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass es... Ich glaube nicht an zu höhere Mächte. Also es gibt viele Leute, die daran glauben, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube nicht dran. Das könnte ein Ob sein. Nein, warum auch? Vor allem, ich glaube, der kann auch einen Instant killen.
Ja, da kommt wieder das Heilwasser zum Einsatz. Ist doch auch schön. Vielleicht kommt nochmal Hartzingers Energie zum Einsatz, wenn wir jemanden wiederbeleben müssen. Ihr tötet den da oben, ich den da unten, okay. Vielleicht sollten wir auch einfach diesen Satans-Heini da stehen lassen. Ne, den Voodoo-Heini. Und einfach nur die, dann immer diese Assassinen da töten. Also die, wie heißen sie? Ninja Master. Ich hoffe, denen da oben geht's gut. Alter, der Heini nervt. Ja, keine Ahnung, wenn ich ihn halt nicht kill, dann... Am Schluss hat er die Schatztruhe. Ich hoffe, die anderen killen da oben auch irgendwas. Ist jetzt down. Ja. Aber ich kill dich mal nicht. Ich auch nicht. Verfehl eh grundsätzlich so alles. Okay, keine Schatztruhe gedroppt. Also wie gesagt, also ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die an Karma glauben, aber ich glaube da nicht dran. Ach, da haben wir schon wieder einen gezappelten. Einmal bitte entzappeln. Ja, so ein kleiner Erdrutscher, so eine Schlammbombe. Ich verstehe halt echt nicht, warum die die Namen nicht einfach sein haben lassen. Ist das Ding down oder nicht? Layla, der hier die Überwaffe, die ja schon jetzt das höchste Niveau bald hat. Also es hat das höchste Niveau und wir müssen es nur noch aufleveln. Ey, ich hab den nicht mal gekillt, was? Könnt ihr den vielleicht mal killen? Danke. Der lässt ja auch was Spannendes droppen. Die Dinger sind hier total nutzlos und die gehen ja auch scheiße zum Besiegen. Das war ja damals schon bei denen so im Schneedorf, glaube ich, war das. Wo ich schon keinen Bock drauf hatte. Komm, ihr macht die Satanswimper. Okay, die ist down. Habt ihr gut gemacht. Brave Haustiere, brave Lakaien. Es ist bald halt auch mal Sokkes Schwert steigen. Sokka hat ja noch nicht mal die Lanze auf Level 8 hochgelevelt. Was ja die anderen schon haben. Hier haben wir den unteren auch gleich mit getroffen. Das ist cool. Ich lade mal kurz hoch. Ja, muss mir eh keinen Schaden, Bitch. Ist der down? Nein. Ist der jetzt down? Ja. Okay, dann gehen wir wieder rein. Ja, cool. Schlammbomben. Ich liebe Schlammbomben. Ich liebe sie über alles. Und noch eine Traumtulpe hinterher. Und noch eine Erdrutsche, also eine Stammbombe hinterher, warum? Layla, gibst du mal eine Runde Heilwasser aus? Warte. Wir müssen warten, dass Socke wieder steht. So, jetzt könnt ihr angreifen und ja, Socke ist auch entzappelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt aus Heilwasser bedingt war. Okay, dann gehen wir wieder rein und ich hatte, glaube ich, noch einen Themenvorschlag. Ja, ihr killt mal und ich schau mal. Deine Kindheit, davon habe ich ja schon mal erzählt. Also, sehr viel gezockt. Sehr chillig. Also, ich kann mal so über meine Schulzeit reden. Sie war eigentlich recht chillig. Also, ich hatte immer keinen Bock zu lernen. Ich musste mal was verstehen, weil auswendig lernen konnte ich nicht. Also darauf hatte ich keinen Bock. Ganz ehrlich, finde ich auch total nutzlos. Warum sollte ich was auswendig lernen, wenn ich es nach 5 Minuten wieder vergesse? Ey, ja, Socke hat mal was Cooles geschafft. Was kriegt Socke als nächstes für eine Waffe? Die Axt könntest du mal nehmen, oder? Oder vielleicht mal den Speer.
Und ich schalte einfach mal oben auf Piri, weil den Bumerang mag ich davon am liebsten. Könntet ihr vielleicht mitkämpfen? Alle drei jetzt auch Distanzwaffen. Also mein Problem ist immer, dass ich mit dem Distanzwaffen nichts treffe. Früher als Kind waren Distanzwaffen, also der Bumerang war meine Lieblingswaffe. Und ja. Also langsam können wir wieder was droppen. Es muss ja nicht ein Downloads droppen, aber jetzt könnte man wieder was droppen. Ich kill einfach mal den da unten. Ja. Ich habe auch immer noch nicht zu Mittag gegessen und jetzt ist irgendwie schon wieder 16 Uhr oder so. Wie viel Uhr ist es? Ah, er ist 15 Uhr. Warte mal, wurde mir nicht gesagt, um 15 Uhr kriege ich was? Ja. Okay, ich komme heute safe nicht durch mit Secret of Mana, wenn jetzt schon wieder 3 ist. Och man, heute ist Sonntag. Das heißt, morgen ist Arbeit, das heißt, ich kann nicht die ganze Nacht hochzocken. Ey, cool, das nächste Level. 88 MP, what the fuck? So, ist down, ja. Also langsam leveln wir uns hier gut auf. Ich töte jetzt einfach mal den Klatscher und die anderen zwei können schauen, was sie machen. Ja, ich level den auf und dann haue ich euch den Hüter. Möchte ich haben. Nein, ich habe gerade losgelassen. Okay, der eine ist down und macht einen Säurisch. Okay, jetzt müssen wir auf die andere Seite rüber. Jetzt machen wir die Gegner auf der anderen Seite einfach. Soll ich nehme mal ganz kurz die Peitsche, um da rüber zu kommen. Früher war das so, wenn man die Peitsche hatte und da zufällig ein Gegner rumstand, hat man meistens den Gegner gleich ein bisschen Schaden mitgemacht. Jetzt gehen wir wieder zu den gefährlichen Werwölfen. Okay, Dämonenring haben wir schon 3. Ah, die droppen oft Ausrüstungsteile. Ich dachte, die Dropshots wäre zwar nicht so hoch. Da fehlen uns halt auf der Seite nur die Satanswimper, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, die Voodoo-Masken, davon brauche ich sogar 2 Orbs. So, stirb bitte alle. Mhm, dann eins nach oben. Das sind unsere Freunde, die uns übrigens gerade gekillt haben, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Der da, der ist irgendwie amok gelaufen und dann waren wir, also war Piri und Layla einfach tot. Instant. Und der hier ruft immer andere Wölfe herbei, aber macht jetzt gerade nicht mal. Und da oben steht jetzt wieder ein Klatscher. Oh. Ja, den macht man nicht, weil wir müssen da ja vorbei. Machen wir immer nur den unteren. Ihr seht es, wie der auf einmal Schaden macht, wenn der hier einmal anrammelt. Ich heil mal ganz kurz alle. Vorsichtshalber. So, einmal den Bumerang wieder werfen. Ich lade mal kurz auf. Okay, dann ist der auch kaputt hier. Perfekt. Ja, über was kann man so reden? Es steht ja bald Silvester an. Also das nächste Fest ist halt Silvester. Also Silvester mochte ich als Kind übelst. Da war ich immer bei Freunden. Und dann haben wir immer Nintendo gespielt, bis Mitternacht war. Und dann, keine Ahnung, das war der einzige Tag im Jahr, wo ich halt übelst lang aufbleiben durfte. Weil ich halt immer mit meinem Dad halt bei Freunden war. Und die haben halt auch immer, keine Ahnung. Also da war ich noch so 19. Da habe ich dann immer durchgemacht. So,
war immer voll cool. Also Silvester war immer eins meiner Lieblingsfeiertage und auch zu böllern. Einfach 3 Stunden lang so mit so Kinderböllern draußen gestanden. Das war so geil einfach nur. Und ja, ich werde mir dieses Jahr, wenn es Corona erlaubt, werde ich mir auch so mal eine Packung von diesen Kindersachen kaufen. Also Kanalerbsen und so kleine Sachen. Boah, das wird voll cool. Werde ich voll rumböllern. Obwohl, darf man das überhaupt noch wegen der Schadstoffbelastung? Weil in Stadtteilen wurde das verboten irgendwie. Aber ich glaube nicht bei uns, weil wir sind eine Kleinstadt. Und zumindest vor... Nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor, also nicht 2019, sondern 2018, habe ich in der Stadt drin. Und dann haben die einfach die Raketen genommen und haben die einfach so gehalten. Handschuh. Haben wir einen Handschuh gekriegt? Also es ist kein Orb, aber es ist... Warte, wo ist er? Hier. Okay, der ist schlechter. Und ihr habt auch alle bessere Sachen, ja. Außer Trägheit. Kann ja nix. Yay, unsere Freunde, die Wölfe. Oh, der kommt hier an. Ich habe Angst vor dem. Ich habe Angst vor diesen großen Wolf da. Einfach weil das macht... Oh, wir haben irgendwas erhalten. Wahrscheinlich eine Todesfalle. Nein, Honig. Also das ist jetzt gerade so ein bisschen nervig. Also ich hätte gerne Orb und dann würde ich gerne zurückgehen in die Stadt und praktisch schlafen und speichern und dann für heute fast schon aufhören und Leveln oder beziehungsweise eine Pause machen, weil ich heute noch duschen wollte und meine Haare mitwaschen wollte und das dauert immer ewig, weil ich voll die langen Haare habe. Also ich habe wirklich lange Haare, also meine Haare gehen inzwischen über meine Hüfte hinweg. Keine Ahnung, ich war seit 2 Jahren nicht mehr beim Friseur. Warum auch? Könntet ihr den vielleicht killen, sonst killt er uns. Layla, du gibst eine Runde Heilwasser aus. Okay, gut. Yay, das wird jetzt wieder Trägheit. Das wieder regeln. Alle 3 Wölfe auf einen Blick. Zombie-Wolf, Höllenhund und Frostköter. Ja, der auf der Seite sollte schon tot sein, genau. Dann können wir runtergehen und zum nächsten. Und zwar sind das Ninja-Assassinen und eine Satansmaske. Dann kommt ein Klatscher. Also irgendwas von denen könnte jetzt wirklich mal Orb droppen. Nur mal so. Ich glaube, wir haben schon bald wieder das nächste Waffenlevel. Und irgendwann haben wir dann keine Waffen mehr, was wir hochleveln müssen, weil wir doch auf der Suche nach den Orbs sind. Und ich möchte leider alle Orbs haben. Ich werde es vielleicht jetzt dann auch so machen, jeden Tag, also auch wenn ich arbeiten bin, wenigstens eine halbe Stunde so aufnehmen, um einfach diese scheiß Orbs zu finden. Mal schauen, wie ich es mache. Also zurzeit spiele ich halt abends immer Story of Seasons oder schaue Filme oder so, aber ich habe zurzeit echt keinen Bock, Filme zu schauen. Und ja, dann kann ich auch einfach aufnehmen. Und beziehungsweise bin ich dann ein bisschen auf Snapchat aktiv, also auf den Layla Tastic Snapchat Account. Wen ich nicht kenne, Layla Tastic 7, man verpasst aber auch nichts. Also man bekommt nur Ankündigungen, dass ich jetzt aufnehme, so ungefähr. Das ist so, was ich auf Snapchat mache. Und dass ich nur Rundsnaps an 200 Leute schicken kann, ist halt auch scheiße. Und ich habe die Maximalanzahl an Freunden erreicht. Ich werde jetzt irgendwann mal wieder welche rauslöschen, die halt irgendwie, keine Ahnung, mich nerven. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt dort habe an Freunden, dass ich die Maximalanzahl habe. Und ich wusste auch gar nicht, dass es auf Snapchat eine Maximalanzahl an Freunden gibt. Weil die ist auf jeden Fall über 4000. So. Kannst du bitte sterben? Jetzt kommen wieder unsere Freunde, die Wölfe. Vielleicht werde ich jetzt auch einfach auf der anderen Seite drüben stehen und den ein bisschen mit meinen Bumerang belästigen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, den ein bisschen mit meinem Bumerang von hier aus zu belästigen, weil dann greift er mich nicht an und ich treffe ihn trotzdem nicht. Okay, ja komm, wir gehen auf die andere Seite rüber. Killen unseren Freund, den Werwolf. Okay, so down. Droppt er uns was Cooles? Nein. Vor allem, wir brauchen zweimal was von dem.
eigentlich aus mit Level? Haben wir bald? Und Waffenlevel? Du hast es bald. Bis noch am Anfang, bis zur Hälfte, aber du brauchst eh dann 2 Level. Und ich vermute mal einfach das Zeug auf Mana-Level hoch zu leveln, also aufs endgültige Level ist unendlich. Kann man eigentlich irgendwas mit den Steam-Erfolgen machen oder sind die halt einfach nur existent? Weiß das jemand? Chili Royale. Lass mich in Ruhe, ich will an die Schatztruhe hinter dir. Boah, voll viele Schatztruhen. Eine rennt weg. Wenn sie wegrennen, weiß ich nicht, ob die gut oder schlecht sind. Aber ich weiß, dass nichts drin ist. So nichts Richtiges. Aber ich mach's ja trotzdem auf mit der Hoffnung, dass irgendein Rüstungsteil drin ist, das ich gerade nicht so am Schirm habe. Also ich glaube, es ist immer ganz gut, als erste die erste Scene kaputt zu machen, weil dieser Heinider, der kann ja einfach neue heraufbeschwören und da muss man den Raum nicht so oft verlassen und in einen anderen reingehen. Okay, ich mach den Assassin da oben kaputt. Ja. Aber den ersten Orb haben wir ja schon mal. Ups, ich wollte ihn nicht schlagen. Ja, cool. Der liegt da so ein bisschen am Boden rum. Ha! Ich habe ihn kritisch getroffen. Oh, der hatte was gedroppt. Schokolade. Ernsthaft, ich habe mich voll gefreut. Boah, der hat was gedroppt. Voll geil. Was ist das? Schokolade. Der hat was gedroppt. Ich habe Angst, wenn Dinge immer in der Tür drin stehen. Also bitte nicht fliehen. Ich möchte dich nur öffnen. Ich habe keine bösen Absichten. Nur öffnen. Schokolade. Ich dachte jetzt echt, okay, es ist der Orb. Es ist der Orb. Aber nein, es war Schokolade. Hey, cool. Level 68. Gleich haben wir 69. Das sorgt dann für echt großes Gelächter. Wir haben auch gerade 88 MP gehabt. Jetzt bekommen wir 4 MP schon pro Level ab. Wir sind so overlevel, glaube ich. Also keine Ahnung, vielleicht sind wir auch übelst unterlevelt und mir ist das nicht bewusst. Und ich denke, wir werden overlevelt, aber das glaube ich nicht so ganz. Take that! Layla wurde kritisch getroffen, aber die hat jetzt nicht so viel Schaden genommen. Und da unten... Ah, da ist noch einer. Ich finde es sehr schön, dass diese Satans-Heini so viel von diesen Heinis droppt. Dass wir vielleicht von denen wenigstens mal irgendwas bekommen. Nein. Ernsthaft, kann mir nicht Monster-Lexikon. Möchtest du mir irgendeine Drop-Chance irgendwas sagen? Ganz voll schön, wenn hier die Drop-Chancen drin stehen. Also, ihr seht, wir sind ziemlich weit. Von denen hier würde ich gerne die Drop-Chance wissen. Ich kann ja nicht mal irgendwas mit dir machen, also. Ich habe nicht mal jetzt mehr Angst vor Mana-Drachen. Ganz ehrlich, mit 92 MP sollten wir das schaffen. Und vor allem 700 Leben. Okay, die anderen haben nicht so viel, aber... Ja, das wird schon. Vor allem, wir haben ja noch nicht mal annähernd alle Waffen gelevelt, deswegen... Ich rechne tatsächlich damit, dass wir irgendwo bei 80, 90 schon noch hochkommen mit den Level. Könnten wir jetzt bitte mal ein paar Orbs bekommen? Das wäre voll nice. Was bekommen wir? Wir bekommen so einen Scheiß wie Schokolade oder Honig. Also wenn der einen kritisch trifft, ist man tot einfach. Okay, öffne die Truhe. Was ist drin? Eine Walnuss. Oh mein Gott, aber er hat was gedroppt. Lustig! Lustig, Leute! Ganz lustig. Ich habe mal wieder voll gelacht. Volle Kanne habe ich gelacht.
Was für eine asoziale Scheiße. Komm, den kill ich, ihr killt den anderen oder ihr macht mal wieder gar nichts. Oh, könnt ihr bitte ein Orb bekommen? Also ich gehe jetzt erst wieder ins Dorf, wenn ich praktisch ein Orb habe. So lang geht die Folge, ja? Oder mein Essen da ist. Ich habe ja nämlich Cheese Pommes vom Burger King bestellt. Ja, diesmal ohne Süßsauce. Ich bin manchmal echt widerlich, was ich so esse. Und hast du vor zu sterben? Ja. Dann Klatscher! Ich weiß sogar schon, in welcher Reihenfolge die Gegner kommen, ganz ehrlich. So, ist gestorben. Ihr seid unnötig und dämlich und Layla hat keinen Bock mitzukämpfen. So, dann einmal nach oben. Wieder die Voodoo-Maske und die Assassinen. Also die Ninja Master. Wisst ihr noch, als wir gegen den einen Heini gekämpft haben, in diesen Tasnika? Kann man bitte den killen? Ich fand's auch schade, dass man den Spieler nicht gegen den Imperator kämpfen musste, sondern dass der einfach instant tot war. Ich hätte gerne noch einen Gegner gesehen, wie der ausgesehen hätte, wenn er ein Gegner ist. Also wie diese Medusa-Tante oder wie diese Cybermax aus der Markus. Also es hätte mich schon sehr gefreut, wenn es dieses Feature auch noch gegeben hätte und diesen Gegner. Freut man sich, einen Imperator kaputt machen zu dürfen und was ist? Nix ist. So, jetzt kriegst du mal einen kritischen Treffer, Arschloch. Aber wie die halt nicht mal... Ein Orb mal wieder. Jetzt habe ich einen Orb bisher. Ich kriege hier keine Orbs. Man könnte auch hier einfach mal alle Waffen auf einmal leveln, die man das ganze Spiel nicht gelevelt hat. Oh. Also ich bin gespannt, wann es jetzt dann anfängt, dass der erste keine Waffe mehr hat. Aber dann nehme ich Sokkes Zauber und hau die einfach alle zusammen. Ja, wir brennen da leicht. Das passiert mal. Solange der Wolfsheini da kaputt ist. So, die zwei Deppen da sind, ist alles in Ordnung. Das Einzige, was wir hier gerade irgendwie ja leveln, ist einfach unser, praktisch unser Status-Level. Das geht übel so, aber das hier hat auch nicht so Bock. Aber Layla hat fast die Stufe vor der Mana-Stufe. Ja, killt mal alles. Also ich schätze mal, wenn ich jetzt zwei Gegner killen sollte, habe ich die Waffe da oben. Ja, ich darf mich, glaube ich, wirklich unter der Woche jetzt dann hinsetzen und jeden Tag dann irgendwas aufnehmen. Und mein Time Report hier verschiebt sich halt um eine weitere Woche, aber ist jetzt halt auch nicht so schlimm. Hauptsache es kommt irgendein Video am Tag. Ich fände es schlimm, wenn wieder gar nichts kommen würde. Lieber kommt halt nur Secret of Mana. Wo halt auch teilweise längere Folgen kommen, deswegen ist es überhaupt nicht schlimm. Hey, ich bin ein Assassine. So. Kriegst ein bisschen auf die Fresse. Hey, cool, Piri hat's geschafft. Was kriegst du das nächste? Klauer, aber da muss ich mit einem von den anderen beiden spielen. Ich finde, das Mana-Schwert sollte von dir endlich mal hochgelevelt werden. Also das Piri das Mana-Schwert noch nicht hochgelevelt hat. Hier als Mana-Ritter, also das ist echt das Letzte. Säuresturm. Was geht gerade? So, killt ihn bitte mal. Hey, er hat was hinterlassen, bitte. Komm, Pause. Hm.
einen Dämonenring. Wir haben schon 5 davon. Aber hey, hier ist ein Dämonenring. Den Orb. Nee, den habe ich nicht. Weißt du, ich möchte dieses Spiel auf 100% durchspielen. Also einerseits sagt mein Gefühl so, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und andererseits denke ich mir so, ich möchte dieses Spiel auf 100% durchspielen. Eine Schatztruhe. Ist das was Cooles oder nicht? Kannst du bitte nicht davon rennen, ist hier voll angebracht. Schokolade. Dann gehen wir wieder hoch zu unseren Freunden, den Wölfen. Oh. Das ist so ein Abfuck. Hoch 5. Wenn halt dann wenigstens 3 von denen da stehen würden. Ich weiß, sie würden wahrscheinlich dran verrecken. Aber man hätte halt eine größere Chance, dass irgendeiner von denen eine Schatztruhe droppt. Und dass in dieser Schatztruhe dann auch noch ein Orb ist, den ich haben möchte. Immer wenn ihr dieses Tackle da macht, das ist gefährlich. Mondsäbel. Okay, cool. Und wieder nach unten. Also diese Musik ist ja sehr episch, aber sie geht so langsam auf den Geist. Und was ich noch gesehen habe auf YouTube ist, dass ich unbedingt Genshin Impact spielen soll, weil das ja irgendwie derzeit das totale Trendspiel ist. Und ich habe mir überlegt, dass ich das als 500 Abo Special mache. Also ihr solltet es wissen, wenn ich es gemacht habe, dann sollte es Weihnachten, denke ich mal, dass es haben sollte. Also es fehlen jetzt sogar weniger als 20. Und ich schätze mal, dass es bis Weihnachten, dass ich dann 500 Abos haben sollte, was echt krass ist, weil 0,5000 praktisch, das ist krass einfach. Damit hätte ich nie gerechnet, nie. Ich finde allein jetzt schon diese 400 irgendwas, also 80 und ich weiß halt die nächste Zahl gerade nicht. Finde ich einfach übertrieben krass. Weil ich damit halt, wie gesagt, nie mein Leben gerechnet hätte. Ja. Also wie gesagt, dieses Leveln hier, das kotzt ein bisschen an. Und ich habe Hunger. Also ich habe zwar gerade in der Pause, wo ich gemacht habe, eine Mozzarella gesnackt, aber ich hab Hunger. Boah, gestern Abend habe ich auch den ganzen Tag nichts gegessen, außer eine Packung Pommes. Und dann habe ich abends irgendwie alles durcheinander gegessen, so eine Scheibe so von so Cheddar-Mix-Käse irgendwie. Dann noch so 4 Tomaten, die irgendwie schon latschig waren. Und dann noch einen Müller-Joghurt mit der Ecke. So ein Cornflakes-Banane, weil das mein Lieblingssort ist. Und das habe ich halt also irgendwie so aufeinander, also innerhalb von einer Minute Abstand gegessen. Und dann war mir einfach so kotschbar übel. Also entweder war irgendwas davon nicht mehr gut oder die Kombi war, hat es ausgemacht. Auf jeden Fall, mir war es so schlecht und es war so krass einfach nur. Hey, möchte jetzt irgendwer von euch mal was Cooles droppen für mich, bitte? Ihr bekommt auch keine Ahnung was. Ihr dürft eure EP ja behalten, wenn ihr mir einen coolen Orb droppt. Bitte. So, einmal nach oben. Ah ja, hier kommen die Wölfe. Habe ich schon fast wieder vergessen. Ernsthaft, ich habe hochgelevelt und dann war's weg. Voll unfair. Ich level hoch, weil jetzt gleich wieder die fette Wolf kommt. Mir die hier aus dem Weg. Und jetzt lasse ich los. Bist du tot? Cool. Okay. Wieder hat niemand was gekroppt. Dann gehe ich nach oben. Hatte A gedrückt.
hier wieder runter und halt A gedrückt. Oder? Ja, A ist es. Sein Xbox-Controller. Heilen muss ich jetzt, denke ich mal, nicht, aber ich habe Angst, dass er wieder so eine kritische Runde macht. Oh, er verstärkt seinen Angriff. Okay, er ist down. Alter, könntet ihr bitte mal einen Orb droppen? Yay, Stufe 69, haha. 95 MP, wir gehen mit über 100 MP in den Endkampf. Ich dachte, es kommt wieder eine lustige Todesfalle. Also die Level sind ja recht cool, dass wir halt so viel Level kriegen und so, aber ich brauche die eigentlich gerade gar nicht so. Ich über ein paar Orbs würde ich mich mehr freuen. Ernsthaft verfehlt. Und vor allem man verfehlt halt so oft die Gegner und das kotzt halt auch ein bisschen an. Wenn man halt jeden Gegner einfach treffen würde, dann wären die halt schneller down und alles wäre cool. Okay. Jetzt ganz ernsthaft, ich gehe zurück jetzt halt in die Stadt und... Weil wenn ich jetzt sterben sollte und die Level wechseln, das wäre halt scheiße. Also ich gehe jetzt auf den Rückweg. Peitsche einmal. Den Bogen haben wir ja schon mal. Ich möchte doch nichts anderes als diese fucking Orbs. Und ich glaube, wir steigen bald mal wieder ein paar Level hoch, oder? Ja, Layla. Aber Layla kann ja die Waffe dann eh nochmal haben. So, und weiter geht's. Es wäre cool, wenn jetzt so auf dem Rückweg das irgendjemand was droppen würde, aber ich glaube es halt kaum. Weil warum sollte ich auf 200 Mann euch vorbeilaufen und ihr macht nichts und dann genau wenn ich heimgehen will, dann... So. Oh, ich hoffe, dass ich dann wenigstens, wenn ich jetzt dann immer level, dass ich wenigstens am Tag einen Ort finde. Vampirumhang, ja, die. Mit denen können wir inzwischen handeln. Der letzte Gegner, der noch was droppen könnte an Orbs. So, nochmal aufladen. Tatsächlich geht es einfach schnell, wenn man auflädt. Lauf nicht weg. Kompletter Abfuck, ganz ehrlich. Also wir sind langsam wirklich fast schon overleveled. So. Dann einmal Lufti. Ich habe jetzt gerade so geschaut, so was braucht für ein Item? Zapplergürtel, Lufti. Einmal nach Goldstadt und dann eine Pause für dieses Spiel. Keine Ahnung, Goldstadt ist so schön zentral und deswegen fliege ich da eigentlich immer hin. Diese goldene Tour will ich eigentlich nicht, aber ich kann doch einfach runtergehen. Reden wir vorsichtshalber mal mit Bertie nicht, dass wir wirklich noch einen Orb gekriegt haben und ich habe das gar nicht gecheckt. Aber wir haben ja schon mal den Bogen. Yay, wie lange trainieren wir? 1,5 Stunden oder so sind wir jetzt schon da oben in der Mana-Festung? Wir haben den Bogen. Ja, hast du vielleicht so was... Was du uns anbieten möchtest. Kann ich. Maximale Stufe kann ich. Ach, fick dich doch. Oh, das ist gerade echt so ein bisschen demotivierend.
Das auf Speichern und mach ich heute aus. Oder halt für den Moment. Vielleicht spiele ich später nochmal eine Runde, aber im Moment habe ich keinen Nerv dazu. So, einmal mit den Hampelmandarinen. Alter, haben wir viel Kohle. Ja. Okay, dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Secret of Mana. Bis dahin. Tschüss.